Ja, willkommen zu unserer heutigen rwpod.de Folge Nummer 5 mittlerweile. Mhm. Ich begrüße meine Freunde Stefan. Hallo. Markus. Hallo. Und ich bin Dimi. Moin. Danke. In dieser Folge würde es gehen um Mailinglisten, um religionswissenschaftliche Mailinglisten im europäischen Raum, liege ich richtig? Mhm. Nur im europäischen Raum. Mhm. Ja. Markus? Ja, wie es dazu kam. Wie es dazu kam. Also, ihr, die ihr Religionswissenschaft studiert, oder vielleicht auch nicht, ich kenne nämlich auch Leute, die nicht Religionswissenschaft studieren und trotzdem diese Mailinglisten kennen oder die zu verfolgen, habt vielleicht schon mal von der Mailingliste Yggdrasil gehört. Das ist eine Austauschform, in der man sich Mails schreibt, die an alle verteilt werden, die das abonniert haben. Und dieses Austauschforum ist Organ einer, sagen wir mal, ein Organ einer Organisation, einer europaweiten Organisation, der EASR. Was diese EASR bedeutet und so, dazu will ich jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Und zunächst erstmal anfangen mit dem Internationalen Verband der Religionswissenschaft, abgekürzt IAHR, International Association for the History of Religions. Deren Vorsitzender derzeit Tim Jensen ist, der in Hannover die Professur bekleidet. Mhm. Einige werden auch vielleicht schon mal die Zeitschrift, die von dieser IAHR herausgegeben wird, gehört haben. Die heißt nämlich Numen und in Holland verlegt. Ferner gibt die IAHR auch noch ein Bulletin raus, also so ein Steckbrief, wo auch einige Neuigkeiten drüber publiziert werden. Das ganze Ding ist weltweit angelegt. Es ist allerdings auch nur eine weltweite Organisation für, und darauf können wir vielleicht auch später nochmal eingehen, mhm, für die Geschichte der Religionen, also History of Religions. Wir nennen uns ja in Deutschland Religionswissenschaft und nicht Religionsgeschichte. Vielleicht können wir später nochmal darüber diskutieren, wie dieser Name zu bewerten wäre innerhalb dieser Organisation. Mhm. Das ist eine weltweite Organisation. Da organisieren sich Religionswissenschaftler aus allen Ländern und man kann dort eben sich austauschen. Die haben auch einen Kongress. Dazu kommen wir aber später auch nochmal. Auf europäischer Ebene gibt es die EASR, European Association for the Study of Religions. Jetzt haben wir den Namen sozusagen schon etwas geändert, nicht mehr History of Religions, sondern Study of Religions. Und diese Vereinigung, wie ich sagte, bezieht sich auf Europa. Man kann dort Mitglied werden und es gibt auch gewisse Ehrenmitglieder, die auf der Webseite dort angeführt werden. Zwei Namen dürften auch einigen deutschen Religionswissenschaftlern ein Begriff sein, nämlich Michael Pye aus Marburg und Peter Antes aus Hannover, die beide ja mittlerweile emeritiert sind. Die haben ja schon viel getan. Ne? Sehr umtriebig gewesen in allen möglichen Ländern, können viele Sprachen, haben viel übersetzt und herausgegeben und publiziert und alles Mögliche. Wenn ihr noch in früheren Semestern seid, dann werdet ihr sicherlich auch irgendwann mal auf die Namen Michael Pye und Peter Antes stoßen. Innerhalb dieser EASR gibt es diese Mailinglisten, von denen ich am Anfang schon sprach. Die werden über die EASR organisiert, wiederum technisch realisiert und vielleicht auch organisiert werden sie aus Marburg in Deutschland, nämlich all diese E-Mail-Listen, die liegen auf den Servern von der Uni Marburg. Diese Mailinglisten, dazu werde ich dann später nochmal genauer was sagen, nämlich zu der deutschen Mailingliste, sind nach Sprachen unterteilt. Das heißt, es gibt Mailinglisten, die vorwiegend auf Deutsch geführt werden, vorwiegend auf Englisch geführt werden oder auf anderen Sprachen. Das heißt, der Austausch dort, da kann man, wenn man an eine Liste was schreibt, beispielsweise an Dolmen, dann wird man das auf Englisch tun müssen, weil die meisten Leser dieser Liste auch Englisch sprechen
und vielleicht auch gar keine andere Sprache als Englisch sprechen. Ne? So gibt es eben Dolmen für die, sagen wir mal, britische oder englischsprachige Religionswissenschaft. Es gibt Condite für den französischsprachigen Raum. Es gibt die Liste Most für die osteuropäischen Länder. Grundsätzlich gilt bei den Ländern, dass man entweder auf seiner eigenen Sprache etwas schreibt oder vielleicht auch auf Englisch. Synchron ist die Liste für Nordeuropa, das heißt die nordeuropäischen Sprachen plus Englisch. Und dann gibt es noch eine Liste namens Tonantzin. Dort wird Spanisch, Portugiesisch und Italienisch gesprochen, also die südeuropäischen Sprachen. Und die deutsche Liste heißt Yggdrasil. Dort wird auf Deutsch geschrieben, auch ausschließlich eigentlich. Nur ganz selten sieht man mal irgendwelche E-Mails auf Englisch. Das ist dann von Michael Pye. Ja, genau. Die englischen Mails sind von Michael Pye, das stimmt. diese Yggdrasil-Liste ist nun der deutschsprachige Teil der EASR, was aber sozusagen deutschsprachiger Teil des Internetforums bedeutet, ne? Also diese Mailingliste. Deutschsprachiger Teil der EASR als Organisation ist die DVRW, die Deutsche Vereinigung für Religionswissenschaft, die sozusagen ein echtes Pendant ist zu der Yggdrasil-Liste, sozusagen, würde ich behaupten. Mhm. Also DVRW als Organisation in Deutschland, wo man als vielleicht deutschsprachiger Religionswissenschaftler, sicherlich kann man auch aus dem Ausland kommen, Mitglied werden kann und dort dann eben einen Austausch bekommen kann zu den Leuten, zu der Vereinigung und über die Vereinigung eben auch. Yggdrasil bildet parallel zur DVRW eben den tatsächlich schriftlichen Austausch in Echtzeit, was über Mail funktioniert, ab. Die DVRW, also um uns nochmal einzuordnen, das werdet ihr dann aber später auch nochmal im Internet so aufgeschrieben sehen, wie ich das hier gerade mache, internationale Organisation, europäische Organisation und jetzt sind wir auf der deutschen Organisation. Die DVRW ist unterteilt in verschiedene Arbeitskreise. Die kann man auch nach Belieben neu gründen, würde ich sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es, ich meine, der letzte Arbeitskreis, der entstand, war dieser Arbeitskreis Religionsästhetik. Mhm. Und auf der Webseite der DVRW kann man auch diese Arbeitskreise alle anschauen. So gibt es zum Beispiel den Arbeitskreis Religionen Asiens der Gegenwart oder es gibt einen Arbeitskreis, wie ich eben sagte, Religionsästhetik, Arbeitskreis Islam. Und diese Arbeitskreise sind eben dazu da, um im Speziellen zu diesen Themen weiter zu arbeiten, sich auszutauschen. Auch diese Arbeitskreise haben, ähnlich wie Yggdrasil, als allgemeine deutschsprachige E-Mail-Liste der Religionswissenschaft, auch eine E-Mail-Liste, wo man speziell dazu dann sich austauschen kann. Das alles läuft, soweit ich mich erinnern kann, auch über die Uni Marburg. So bin ich beispielsweise angemeldet bei dem Arbeitskreis Asiatische Religionsgeschichte. Und darüber kommen dann eben Mails rein und ich kann mitlesen oder vielleicht auch partizipieren und mich austauschen. Ähnlich wie die IAHR, die internationale Organisation, gibt auch die DVRW eine Zeitschrift heraus, die ZFR, Zeitschrift für Religionswissenschaft. Genau, für Religionswissenschaft. Und die kriegt man, wenn man Mitglied ist. So war das, ne? Genau, die kann man so beziehen, also ich glaube im Abonnement oder auch sich Einzelausgaben kaufen. Aber als DVRW-Mitglied bekommt man die quasi automatisch. Das ist also mit im Mitgliedsbeitrag enthalten, der Bezug dieser ZFR. Und also die meisten von euch werden sicherlich schon mal Artikel aus der ZFR gelesen haben oder vielleicht sogar schon mal die ein oder andere Ausgabe in der Hand gehalten. Die sind entweder thematisch sortiert aufgebaut oder auch mal relativ allgemein gehalten. Das kommt auf die jeweiligen Ausgabenherausgeber an oder auch irgendwie auf die, ja, auf quasi Forschungstrends. Auf jeden Fall ist der Aufbau eigentlich klassisch Wissenschaftszeitschrift typisch, ja. Also es sind irgendwie Artikel drin, Forschungsergebnisse, aktuelle Tagungsberichte etc. Ja. Rezensionen natürlich zu neu erschienenen Werken, Büchern, Übersetzungen und so weiter. Auch Neuausgaben von vielleicht schon Klassikern der Religionswissenschaft, die dort rezensiert werden. Und ja, es ist letztlich irgendwie einfach ein, ich glaube, halbjährlich erscheinendes
Medium der, ja, ich weiß nicht, ob man die Sirenen hört, aber halbjährlich erscheinendes Medium der deutschsprachigen Religionswissenschaft. Mhm. Ja, führt eigentlich kaum ein Weg dran vorbei, würde ich sagen. In den ersten Semestern führen Wege daran vorbei, aber irgendwann wird man das kennenlernen. Den Studienanfängern oder so, die jetzt bei uns vielleicht zuhören, kann ich gerade die Rezension sehr ans Herz legen. Von gewieften Religionswissenschaftlern wird da eben eine Rezension erstellt zu aktuellen Titeln oder sowas. Damit kann man einerseits schon mal den Inhalt ganz gut erfassen und auch abschätzen, worauf man sich einlässt, wenn man sich diesem Buch oder so, sagen wir mal, es ist eine Monographie, die rezensiert wird, worauf man sich da einlässt und was dabei hinterher rauskommt vielleicht auch. Ist es denn lohnenswert überhaupt, sich an dieses Werk zu halten? Ja. Entschuldigung. Also jetzt mal noch ein bisschen näher was zur Yggdrasil-Liste, denke ich. Diese Yggdrasil-Liste funktioniert erstmal so, für alle, die auch noch nicht genau wissen, was überhaupt eine Mailingliste ist. Man meldet sich dort an, das geschieht unpersönlich und automatisch. Einfach Yggdrasil bei Google eingeben, dann findet man das schon. Yggdrasil, also Yggdrasill, die Weltenesche aus der Edda. Bescheuerter Name, muss man ja wirklich mal sagen, aber also man hätte ja auch einfach Mailingliste nehmen können als Namen oder so. Ja, aber das weiß ja niemand, wie man das schreibt. Ja. Ne? Außer Nordistik-Studenten. Oder Neuheiten. Genau. Werdet ihr auch in unserer nächsten Folge hören. Also, diese Mailingliste funktioniert dann so, man schreibt an eine E-Mail-Adresse, die gar keinen persönlichen Nutzer hat, sozusagen. In diesem Fall ist das dann irgendwie yggdrasil@listen.unimarburg oder sowas. Und alle, die dort unterschrieben haben, also so ein Abonnement haben dieser Liste, die bekommen dann eine Kopie der E-Mail. Das heißt, man muss niemals an die persönlichen Leute dort schreiben, die da angemeldet sind, sondern man schickt es nur an eine E-Mail-Adresse und das wird dann verteilt an alle. Wenn ihr bei dieser Yggdrasil-Liste angemeldet seid, kriegt ihr entweder sofort die E-Mail, wenn sie geschrieben wird, oder, was manchmal ganz empfehlenswert ist, man bestellt sich dort eine tägliche Zusammenfassung. Das heißt, am Ende des Tages um 24 Uhr werden dann alle Mails, die an dem Tag verschickt wurden, gebündelt in einer E-Mail zusammengefasst verschickt. Das kann Probleme hervorrufen, wie zum Beispiel bei Diskussionen, in denen immer wieder Mails neu geschickt werden von den Diskutanten. Ja. Aber es kann auch den Mail-Eingang ganz ordentlich entschlacken. Mhm. Aber man kann ja natürlich durch Wegsortierregeln und so dem Ganzen auch einen Riegel vorschieben. Grundsätzlich werdet ihr diese Mails immer daran erkennen, dass vor dem Betreff der E-Mail eben in eckigen Klammern steht YGG, also YGG, sodass man das sofort zuordnen kann. Und das muss man auch, wenn man jetzt eine E-Mail abschickt, immer dort so vermerken, YGG davor schreiben. Das macht das Programm auch automatisch. Aber darüber weiß dann das Programm, dass es für alle Leute geeignet ist, die der Yggdrasil-Liste angehören. Weißt du zufällig, ob das bei den Anmeldelisten auch der Fall ist? Genau, da steht dann Dolmen davor. Dolmen zum Beispiel. Genau. Oder Condit. Manchmal gibt's da eben auch Abkürzungen oder sowas. Wenn wir jetzt wieder auf Michael Pye eingehen wollen, dann ist es so, dass der öfters mal eine Mail verschickt, die sowohl an Yggdrasil als auch an Condit als auch an Dolmen geht oder sowas. Mhm. Sodass eben sowohl die Abonnenten der englischsprachigen Liste als auch der französischsprachigen Liste davon in Kenntnis gesetzt werden, was Michael Pye in diesem Fall zu berichten hat. Mhm. Was hat er zu berichten? Mhm. Jetzt gerade in den letzten Wochen kann ich mich an eine Mail von Michael Pye erinnern, wo es eben darauf hingewiesen wurde, dass er selbst persönlich eine neue Liste angelegt hat, eine Mailingliste zum Thema Shinto, was mich natürlich interessiert hat. Ich bin also auch der Liste beigetreten. Da funktioniert das alles ganz genauso. Und ansonsten, was wird über Yggdrasil verschickt? Stellenausschreibungen werden verschickt. Das ist sicherlich auch eine der wichtigsten Sachen, wenn man gerade Absolvent der Religionswissenschaft ist. Da wird man ganz aktuell informiert über ausgeschriebene Stellen. So gerade beispielsweise bei Frau Professor Wilke in Münster ist eine Stelle ausgeschrieben worden. Das habe ich also vor ein paar Tagen erfahren. Aha, Stelle ist frei. Kann man sich also bewerben, muss man dann Frau Wilke schreiben. Ich muss auch sagen, also manchmal ist es auch ganz interessant zu sehen, dass auch über diese Stellen manchmal diskutiert wird.
Ja, das stimmt. Also hab ich auch gesehen. Aus verschiedener Hinsicht. Mhm. Dass dann irgendwie es darum geht, es sei eine religionswissenschaftliche Stelle, aber es werde ein theologisches Studium vorausgesetzt. Zum Beispiel. Ja. Das war einmal eine Diskussion. Oder eben, dass bei uns in Bremen ja Stellen gestrichen werden und dann, das passiert sicherlich auch in anderen Unis. Ja. Und dann irgendwie diese Stellen bestimmte Kriterien da drin vorkommen, die einfach für ja, also wissenschaftlich wie auch quasi arbeitstechnisch einfach Katastrophe sind. Genau. Also ist, glaube ich, inzwischen so ein Reizthema fast geworden, bei den Stellenausschreibungen. Absolut, ja. Dass eben, beispielsweise war das, glaube ich, in Göttingen, dass da eine Stelle für es wurde ein Religionssoziologe gesucht. Ja. Es wurde nach Leuten gefragt, die Soziologen sind. Ja. Mhm. Und sozusagen nur die Aussparung des Begriffes Religionswissenschaftler war dann da der Anstoß. Und es gab eine relativ hitzige Diskussion, soweit ich mich erinnern kann. Grundsätzlich, um noch weiter über die Inhalte von Yggdrasil zu sprechen, Diskussionen werden geführt. Mhm. Ich glaube, der Großteil dieser Mails, die da über den Verteiler gehen, sind Teil einer Diskussion. Teilweise sind das so Wellen, die sich meistens in den Semesterferien aufbauen, wenn die Profs so ein bisschen mehr Zeit haben zu schreiben. Da wird diskutiert über interne Organisationsformen, aber auch natürlich über die Inhalte oder die Forschungsprämissen oder das Wissenschaftsverständnis der Religionswissenschaft. Das ist sicherlich dann am interessantesten. In den letzten Jahren gab es mehrere dieser Diskussionen, wo sich teilweise zwei Lager ganz unvereinbar gegenüberstanden und immer wieder auf ihre Argumente hingewiesen haben, meiner Meinung nach auch oft sehr, sehr gute Argumente geliefert haben. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass man beide Seiten gut nachvollziehen konnte. Zum Teil wusste ich dann auch gar nicht mehr so ganz genau, wie sie sich denn überhaupt unterscheiden, so ein bisschen wie bei CDU und SPD. Das heißt, ich kann jeden nur motivieren, sich da anzumelden. Es gibt allerdings auch genug Leute, die ich kenne, die sich dann wieder abmelden, weil es teilweise so viele Mails gibt, dass das nervt. Muss man also überlegen, was man macht. Vielleicht kann man das ja auch filtern oder man guckt halt kurz, interessiert mich nicht, lösche ich oder so. Als weiteren Punkt auf deutschsprachiger Ebene würde ich gerne noch die kommende DVRW-Tagung erwähnen. Die auch über Yggdrasil eben angekündigt wurde bereits, falls ihr davon noch nicht gehört habt. Die DVRW als deutsche Institution führt Tagungen durch. Dieses Jahr wird das in Göttingen geschehen, vom 11. bis 14. September in diesem Jahr. Und das Thema der Tagung heißt Empirie und Theorie. Die Anmeldefrist ist noch nicht vorbei. Wenn ihr Studierende seid, könnt ihr euch derzeit für 40 € anmelden, um an dieser ganzen Tagung teilzunehmen. Und Stefan, du hast schon mal an einer Tagung teilgenommen und auch mitorganisiert. Vielleicht kannst du noch mal kurz was erzählen, wie das so aussieht bei dieser Tagung. Naja, für diejenigen von euch, die auf dem Symposium waren, jetzt gerade in Marburg oder auf vielleicht vorherigen studentischen Symposien, so ungefähr nur in professioneller. Ja, das meint sowohl, was irgendwie die inhaltliche Ausrichtung der Panels und Vorträge angeht, als auch irgendwie das Drumherum. Also natürlich ist es trotzdem letztlich ein soziales Zusammentreffen von, in diesem Falle, deutschsprachigen Religionswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Es gibt Vorträge. Ja, es gibt Vorträge, ja. Panels, Diskussionsveranstaltungen gleich welcher Art. Das Programm ist übrigens schon online. Ich glaube, auf der Seite der DVRW und auf der Seite der Uni Göttingen kann man schon zumindest die Inhalte und die jeweiligen Referenten sich schon anschauen. Ich glaube sogar so mit ganz kurzen Abstracts. Machen wir mal einen Link rein. Genau. In die Sendung. Es gibt zwar noch keine Timetable, aber das sind ja auch noch 2 Monate. Irgendwie, da werden die Göttinger, glaube ich, noch genug Zeit haben, um das Programm zu verfeinern. Genug Stress haben. Das sicherlich auch, ja. Genau, Demi und ich haben damals 2007 da waren wir noch Jungspunde und ganz am Anfang unseres Studiums. Da haben wir die Doppeltagung DVRW und eben der europäischen EASR hier mitorganisiert in Bremen und konnten dort einen ganz guten Einblick in sowohl das nationale als auch internationale Wissenschaftsbusiness irgendwie erlangen
haben dort irgendwie spannende Wissenschaftler auch kennengelernt. Ich selbst hab Panels betreut und kam dann wie Jungfrau zum Kinde irgendwie auch dazu, mir einfach Vorträge oder Diskussionen anzuhören, für die ich mich, glaube ich, nicht interessiert hätte, wenn ich einfach nur Teilnehmer der Tagung gewesen wäre. Aber es hat mir gleichzeitig aber auch mal wieder die Bandbreite unseres Fachs gezeigt. Das ist klasse und hat mir damals auch nochmal relativ früh im Studium irgendwie so einen weiteren Blick und eine größere Perspektive auf das Fach eröffnet, um zu sehen, gerade auf europäischer Ebene, was da eigentlich überall geforscht wird und erforscht wird und so. Das ist tatsächlich sehr interessant. Deswegen empfehle ich auch jedem Studierenden irgendwie in früheren Semestern durchaus mal nach Göttingen zu fahren, zur DVRW-Tagung, einfach mal daran teilzunehmen und sich einfach mal berieseln zu lassen. Ja, man muss ja nicht immer irgendwie, nur weil man in einem Panel sitzt, gleich irgendwie unglaublich hochtrabende Diskussionsbeiträge irgendwie dann dazu beitragen. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht erforderlich. Man kann dort auch ganz gut einfach mal netzwerken, sich ja einfach auch nur ein bisschen informieren und vielleicht sogar auch nur berieseln lassen. Ja, das ist tatsächlich durchaus möglich und ich glaube, das wird auch von Dozentenseite einfach ganz gerne gesehen, wenn man sich dort irgendwie, und sag mal, sei es nur als stiller Teilnehmer dort irgendwie präsentiert. Genau, also ich glaube, dass sie sich einfach gar nicht mal so karrieristisch, sondern die freuen sich einfach, wenn auch Studis kommen. Genau. Ne? Und genauso freuen sie sich im Übrigen auch, wenn man Mitglied der DVRW wird. Also ihr braucht irgendwie, ich glaube, ein oder zwei professorale Fürsprecher, die das quasi abzeichnen, dass ihr gewillt und auch qualifiziert seid, Mitglied der DVRW zu werden. Und dann könnt ihr ganz normal einen Mitgliedsantrag irgendwie stellen. Ist im Übrigen für Studenten auch sehr, sehr günstig, ähnlich auch wie auch die Anmeldung für die Göttinger Tagung. Genau, jetzt sind es 40 Euro. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen, glaube ich. Genau. Der Betrag geht noch einmal nach oben. Es gibt so drei gestaffelte Beträge. Das Early Bird Ticket ist, glaube ich, schon vorbei. Genau, das war 25 Euro, jetzt 40 und später kostet dann vielleicht 60, weiß ich jetzt nicht genau. Aber das sind grundsätzlich jetzt die Preise, die ich genannt habe, für die Studis. Wenn man nicht Studi ist, sondern in Lohn und Brot steht oder sogar an der Uni eine Stelle hat, dann muss man deutlich mehr bezahlen. Ich glaube, statt 40 dann 120 Euro. Ja. Vielleicht, falls es Hörer gibt, die sich damit auskennen oder gar aus Göttingen sind, ich möchte da gerne hin. Und es wäre natürlich ganz gut, wenn man entweder uns oder irgendwas anderes, vielleicht auch Yggdrasil, die Liste selbst mal als Forum benutzte, um sich auszutauschen, ob es vielleicht Unterkunftsmöglichkeiten gibt in Göttingen, die man kostenlos wahrnehmen kann. Genau. Grundsätzlich, das wollte ich persönlich nochmal machen, also vielleicht kann man das auch bündeln, mal die Fachschaft in Göttingen anschreiben und fragen, ob die vielleicht was organisieren würden. Denn abgesehen von den 40 Euros, die auch schon ganz okay sind, finde ich, für Studis, also es könnte ruhig auch noch niedriger sein, muss man ja da auch erstmal hinkommen und dann übernachten und so. Ne? Das Ganze geht 4 Tage, ist also eine kostspielige Angelegenheit, denn ihr müsst ja auch einkalkulieren, dass ihr am Abend noch Biere bezahlen müsst, zumindest für euch selbst. Ja, mindestens für euch selbst. Mindestens, genau. Es sei denn, ihr kommt mit eurer Professorin oder irgendwie so und die wollte immer alles schon ausgeben vorher. Aus den Drittmitteln. Ja, ja. Plus meine Stiftung. nein, Spaß. Also vielleicht seht ihr uns da auch. Ich glaube, Tino, Stefan und ich, wir wollen da hin. Genau. Mal gucken, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, werde ich da hinfahren. Also wenn ihr auch dahin wollt, dann meldet euch vielleicht bei uns. Vielleicht kann man sich auch irgendwie zusammenschließen, zusammen dahin fahren, vielleicht zusammen irgendwie dort übernachten. Oder wenn ihr Göttinger seid und uns aufnehmen würdet, meldet euch genauso. Und vielleicht können wir vor Ort einfach mit euch eine Folge aufnehmen. Ja, das könnte das wäre eine super Idee, quasi so live von der DVRW-Tagung. Ja. Halt nicht live, aber... Ja, naja, in dem Falle schon. Danach. Ja, ja, genau. Wir machen das dann hinterher online. Liver als sonst. Genau. Real-life nennt sich das. Ja, ja. Ja, also um nochmal kurz den Bogen abzuschließen. Also, wir waren jetzt da nochmal rekapitulieren. Internationale Organisation, europäische Organisation, deutsche Organisationen. Alle haben im Prinzip ein Medium, über das sie sich austauschen. Entweder ist das eine Zeitschrift oder eben auch diese E-Mail-Listen. Es gibt in der Regel Arbeitskreise, es gibt da einen Vorstand, es gibt eine Verwaltung und so. Die Organisationsform ist in der Regel sehr ähnlich. Und diese Tagung der DVRW ist sozusagen das, was wir jetzt in der letzten Folge schon behandelt hatten, wie das Symposium, was die Studierenden machen. Und
die DVRW auf studentischer Ebene gibt es eben nicht. Mhm. Es gab ja mal so Ideen dazu. Manche kennen, also manche, die zum Beispiel aus NRW kommen oder so, kennen vielleicht auch sowas wie die BUFATA, Bundesfachschaftentagung. Das ist in der Regel sowas Ähnliches wie die DVRW dann, gibt's aber für Religionswissenschaften nicht. Mhm. Zuletzt wollten wir aber gerne noch zu sprechen kommen eben auf eine Zeitschrift, die sozusagen wie die ZFR als Zeitschrift der DVRW eine Zeitschrift von den Studierenden ist. Oder von Jungwissenschaftlern. Genau. Ja. Also im Moment sind es keine Studis mehr, die das Ganze herausgeben. Und zwar die ZJR. Die Zeitschrift für junge Religionswissenschaft. Sozusagen an den Namen der ZFR angelehnt. Diese Zeitschrift gibt es seit 2006. Es gibt bis heute 8 Ausgaben. Und ähnlich wie Stefan das gerade darstellte, folgt die im Prinzip einer klassischen wissenschaftlichen Zeitschrift. Mhm. Es gibt also Rezensionen und verschiedene Artikel. Diese Artikel sind etwa sowas wie: Student X hat seine Magisterarbeit geschrieben zum Thema Y. Dann wird diese Magisterarbeit in einen 20-seitigen Artikel gepresst, vielleicht nochmal von der Redaktion der ZJR gegengelesen, paar Verbesserungsvorschläge und dann erscheint er in der ZJR. Das bedeutet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne kann man bei der ZJR mitmachen. Man kann überhaupt insgesamt bei denen mitmachen, davon bin ich fest überzeugt und ich weiß auch von den derzeitigen Herausgeberinnen, dass sie das wünschen, dass man sich an sie wendet. Das heißt, man kann sicherlich in der Redaktion mitarbeiten, man kann sich irgendwie nützlich machen, dass die Zeitschrift überhaupt ermöglicht wird, aber man kann auch als Autorin oder als Autor auftreten und kann seinen Artikel da mal hinschicken und hoffen, dass sie den aufnehmen. Mhm. Oder man schickt eine Rezension von irgendeinem aktuellen Werk, was man gut fand, was vielleicht auch eine gewisse Relevanz hat. Und dann nehmen die das vielleicht auch in die kommende Ausgabe auf. Die aktuellen Herausgeber sind Moritz Klenk, Stefan Schröder und Vanessa Meyer. Moritz Klenk und Stefan Schröder sind derzeit in Bayreuth unterwegs. Und Vanessa Meyer, viele Grüße, weiß ich nicht so ganz genau. Mhm. Die kommt aus der Schweiz. Und das ist auch nicht auf ewig. Also wer Interesse daran hat, kann auch mal Herausgeber werden oder sowas. Ne? Die drei sind sehr ambitionierte Kommilitonen von uns. Ich glaube, wir kennen die auch. Ja, alle, ja. Ne? Deswegen, die haben ganz schön viel Arbeit damit. Mhm. Und deswegen, wir empfehlen euch, geht mal auf die Webseite von ZJR, genau. ZJROnline.net, soweit ich mich erinnern kann. Da gibt es alle Ausgaben der ZJR frei zum Download als PDF-Datei. Überhaupt sind diese ganzen Sachen frei verfügbar, was schon mal ein großer Unterschied ist zu den Zeitschriften Numen von der IAHR oder der ZFR von der DVRW, an die man nicht so ohne weiteres rankommt, wenn man nicht gerade einen Bibliotheksausweis für eine Uni hat. Und die Uni-Abonnements dieser genau, die Zeitschriften. Uni, ja, das stimmt schon. Also ich finde das sehr toll, die ZJR, das Format, aber auch eben diese Öffentlichkeit der Zeitschrift, die ist sehr erfrischend. Mhm. Und ja. Auch hier gilt wieder, wie bei dem Symposium, das ja bei der letzten Folge irgendwie Thema war, das ist deutlich niederschwelliger als so eine DVRW-Tagung oder auch die ZFR. Das heißt, man kann das sowohl als Rezipient, glaube ich, auch irgendwie in frühen Semestern leichter lesen und leichter was damit anfangen mit den Artikeln dort. Und man kann auch eher tatsächlich veröffentlichen in so einer Zeitschrift wie der ZJR. Also das ist, ja. Genau, also gerade wenn ihr jetzt Interesse an der ZJR habt, oder wir drei haben jetzt Interesse daran, ich denke, ich gehe fest davon aus, dass wir mindestens einen von den dreien auch bei der DVRW-Tagung treffen können. Das könnt ihr auch sicherlich. Ich will jetzt nicht versprechen, dass man die da treffen kann, aber ich denke schon, dass Stefan und Moritz bei der DVRW-Tagung sein werden. Und so waren beispielsweise letztes Jahr die drei, sogar auch auf dem studentischen Symposium in Zürich. Mhm. Und so sieht man sich. Und da seht ihr dann auch schon gleich das, was Stefan eben sagte. So Meet and Greet bei diesen Tagungen. Man trifft sich, sozialer Austausch, man lernt sich mal kennen. Vielleicht freundet man sich auch an oder kann irgendwie gemeinsame Interessen herausfinden und kann Kontakt halten und sowas. Das ist ein hoher Wert, finde ich. Gerade wenn man ambitioniert ist in der Religionswissenschaft.
Und diejenigen, die jetzt noch vielleicht sehr, sehr früh im Studium stecken oder vielleicht auch schon fertig sind oder das auch nie studiert haben, seien nochmal an den IAHR-Weltkongress erinnert. Der ist nämlich in jetzt über 2 Jahren. Und zwar ist der Ende August 2015 in Erfurt. Das heißt, die IAHR wird sich quasi für ihre nächste turnusgemäße Tagung in Deutschland treffen, was ja angesichts der Größe unserer Welt doch schon ganz schön super ist. Kleines Deutschland. Genau. Kleines Erfurt noch dazu. Genau. Könnt ihr auch nachgucken, iahr.dk. Warum auch immer. Also dänische Webseite. Ist aber auf Englisch. Wegen Jensen wahrscheinlich. Ist er da schon immer Vorsitzender? Ich weiß es nicht. Nö, aber vielleicht hat er das jetzt irgendwie... Meinetwegen. Ja, genau. Ist in Ordnung. Also IAHR World Congress 2015 in Erfurt, 23. bis 29. August. Kann man sich schon mal dick anstreichen. Genau, kann man sehr dick anstreichen. Bis dahin werden natürlich auch noch andere Tagungen ins Land ziehen. Genau, und mehr Podcast-Folgen auch, denke ich. Inshallah. Ja, ja. Wir werden jetzt angesichts irgendwie des über einen Monats Zwischenraums jetzt auf jeden Fall versuchen, wieder öfter hier irgendwie gemeinsam vors Mikro zu treten. Ja, genau. Und ein bisschen besser die Termine zu koordinieren, dass wir uns treffen können. Genau. Wir bleiben dran. Ich hoffe, ihr auch. Ach so, ich hatte am Anfang anmoderiert, dass wir uns noch über den Ausdruck HR und RW ausdrücken. Ja, ja. Aber machen wir später mal. Ne? Ja, können wir vorher auch ganz kurz machen. Also, DVRW hieß ja nicht immer DVRW, die hieß bis vor einigen Jahren DVRG. Man hat Religionswissenschaft, eben Deutsche Vereinigung für Religionsgeschichte. Und da ist also auf jeden Fall auch die begriffliche Nähe zu der IAHR einfach noch gegeben oder da war sie noch gegeben. Oder hat man sich irgendwie offensichtlich angesichts der Entwicklung des Fachs und auch des Selbstverständnisses des Fachs zumindest hier in Deutschland umgenannt. Und das ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Mhm. Also genau, ja, diese Namenssache ist ziemlich deutsch, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ich würde sagen, dass der Tenor oder sagen wir mal das Selbstverständnis der Leute, die man sonst so auf der DVRW-Tagung treffen kann oder auch der Autoren und Diskutanten auf Yggdrasil, ist immer, ja, wir sind Religionswissenschaft. Und wenn man was anderes behauptet, dann kann man sich auch vielleicht Zorn zuziehen. Mhm. Etwas offener finde ich das immer in Großbritannien, wo man dann von Study of Religions spricht. Grundsätzlich haben die ja auch eine ganz andere Struktur, weil die ja so eine Divinity School haben oder irgendwie sowas, wo es insgesamt um Religionen geht. Und da arbeiten halt verschiedene Theologen aus verschiedenen Religionen zusammen. Ja. Dann mag man vielleicht auch auf die Idee kommen, dass man es Religious Studies nennt, was natürlich was anderes bedeutet. Also, falls ihr dazu Ideen habt, schreibt uns auch gerne oder tauscht euch mal darüber aus. Diese Namensdiskussion fand ich immer ganz interessant. Und ich fand auch, dass sie sich während meines Studiums verändert hat. Ja. Vielleicht habe ich auch zur richtigen Zeit in dem Sinne studiert, dass es so eine Emanzipation zum Begriff RW gab. Genau, und auch damit irgendwie verbunden, irgendwie ein sich entwickelndes anderes Selbstverständnis als Wissenschaft. Ja. Hat sich, glaube ich, und wenn euch das interessiert, abonniert Yggdrasil. Diese Diskussionen, von denen ich eben berichtete, wo sich eben diese beiden unversöhnlichen Lager gegenüberstehen, das hat auch was damit zu tun, dass man eben überlegt, ist Religionswissenschaft rein empirisch und deskriptiv und handelt man im Sinne der Epoche, der Enthaltung als Wissenschaftler, oder aber darf man sich auch als ein Mensch mit Bekenntnis darstellen und aus diesem Selbstverständnis heraus schreiben? Oder vielleicht sogar als Forschungsprämisse einbauen, dass da was dran sei an dem Jenseitigen und dem Transzendenten. Und das ist unauflöslich, vermutlich. Innerhalb dieser Diskussion lohnt sich eben auch mal reinzuschauen in die britische Religionswissenschaft. Also da müsstet ihr dann Dolmen abonnieren von der BASR, British Association for the Study of Religions. Habt ihr ja vielleicht auch schon mal über unseren Podcast gehört, dass die ja auch einen Podcast haben. Mhm. Und da mal gucken, was die denn so schreiben. Denn Wiederkehrer, also deutsche Religionswissenschaftler, die in England mal studiert, gearbeitet haben oder sowas und wiederkommen,
sind meistens um etliche Erfahrungen reicher und etwas entspannter in der Diskussion. Oder aber sie verfolgen nun einfach ganz andere Wege. Mhm. Namen werden nicht genannt. ja gut, schön, endlich mal wieder eine Folge fertig. Und genau. Ansonsten anklicken, alles was ihr so findet mit unserem Namen. Abonnieren, ganz weitersagen. Gibt's sonst noch was? Nee. Dranbleiben. Ja, genau. Dranbleiben. Ja, liken. Liken. Genau. Liken. Und wir haben tief in die Tasche gegriffen und werden beim nächsten Mal mit neuem, hoffentlich viel besser klingenden Equipment am Start sein. Ja, genau. Autotune. Okay, tschüss. In diesem Sinne, tschüss. Ja. Ciao. Sorry, das super war eine Steilvorlage. Autotune.